Nein. Der Dorbener Taro. Gegen den will ich doch gar nicht kämpfen. Oh, okay. Ich habe gerade gesehen, was wir machen müssen. Komm, lass ihn frei. Du Bösewicht, du. Okay, jetzt hat er aber eine Zeit lang nichts machen können. Dafür. Ach, seine Laterne haben wir ausgeschossen. Jetzt sehe ich ja erst. Cool, dass wir erst vorbeigegangen sind. Oh Gott, das war also Taro erst bei uns. Das habe ich jetzt auch gar nicht gerafft gehabt. Oh, perfekt. So gehört das doch. Dann noch drauf. Ja, oh, weg. Sieht aus wie ein Werwolf oder so. Ja, das habe ich mir doch gedacht, dass er so einen Angriff jetzt plant. So, perfekt. Schön seine Augen verbrennen. Weiß nicht genau, wann er losschlägt. Okay, aber hey, ich schlag mich doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ah, jetzt sieht er wieder was. Verdammt. Ich habe es gerade auch gar nicht gerafft gehabt, ehrlich gesagt, was passiert ist. Verdammt. Ja, lass dich gleich zweimal schaffen. Genau. Genau, Kena. Und heil dich mal. Danke. Weg. Ja, ich kann doch nichts machen. Hallo. Wird einfach auch wieder mit Gamepad. Was soll man machen? Das lief doch so gut. Es lief so gut. So, und passt. Jetzt aber endlich. Haben wir ihn wieder getroffen. Ach so, lol. Okay, wir haben ihn auch echt schon viel gedamaged. Das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Okay. Okay, nee. Alter, ich habe hier voll Gänsehaut. Angst vor Taro. Was? Was? Ich bin doch ausgewichen. Oh Gott, nein. Ach komm, es kann doch nicht immer so knapp ausgehen, weil ich habe keine Heilung mehr. Ja, jetzt bin ich One-Shot, obwohl ich ausweiche, ne? Manchmal raff ich das halt nicht. Und ich weiche wieder aus. Oh, okay. Ach, ja, jetzt bin ich nicht ausgewichen. Ich dachte, er schlägt nicht 100 Mal. Mann. So, Leute, es läuft jetzt zum ersten Mal okay, sag ich mal. Ja, sagt ihr. Und dann, okay, ich werde nicht mal gedamaged. Krass. Okay, jetzt. Sowas sollte man nie sagen. Weil dann kommt sowas und man wird direkt die ganze Zeit getroffen. Was soll ich denn jetzt dagegen tun in dieser Combo? Ganz ehrlich. Das geht einfach nicht. Ich kann nichts dagegen tun. So fühle ich mich gerade die ganze Zeit, müsst ihr denken. Oh, lol. Das war's? Ach, stimmt. Klar, wir sollten ihn nicht umbringen, weil es ist ja immer noch Arrow. So, retten wir ihn. Das hat mich gerade Jahre gedauert. Ohne Witz, 5 Versuche locker. Ich bin schlecht. Aber wir schaffen es und können ihn befreien. Ich war schon kurz davor, den Schwierigkeitsgrad umzustellen. Da ist er. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. But something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them.
happened the next morning. Haben wir alles gesehen? From the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no, no. Benny! Saya! It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Einfach deutsche Übersetzung vergessen. Oh, aber wie schön. Sie sind miteinander vereint. Alles klar, machen wir das doch. Arus Maske, neuer Rothood. Ah, cool. Ah, und tatsächlich können wir hier auch weitere Leben sammeln. In diesem krassen Baum einfach. Ich weiß nicht, welche Kraft nötig ist, um so einen umzustürzen. Nun ja, wo genau? Oh, wir müssen zurück ins Dorf. Alles klar. Gut, ich denke mal, das erspare ich euch. Und dann sehen wir uns im Dorf. Okay, bevor wir ihn jetzt würdigen oder was auch immer Kena vorhat, will ich sagen, wir gucken mal, welche Hüte so bis jetzt neu sind. Ah, da können wir einen kaufen. Hirsch, Taro, Fuchs. Oh, jetzt habe ich umsonst gekauft. Taro, ah, Otaro und Taros Maske.
Die können wir auch nur einmal. Und Maske der Geschwister können wir auch nur einen. Nee, die können wir öfter kaufen, okay. Ja, aber es haben noch lange nicht alle einen Hut, deswegen werde ich jetzt mal noch einen Drehflügel und noch eine Eichel kaufen, so. Wird schon passen, also alle haben es, wie gesagt, definitiv noch nicht, aber zumindest jetzt ein großer Teil. So, dann bin ich ja doch jetzt mal gespannt. Hallöchen, du da, zu dir muss ich, ja, wahrscheinlich schon. Ah, ne, obwohl. Hi. Taro rests with his siblings now. Mhm. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. Absolut. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. Stimmt. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. But the path of a spirit guide is a lonely one. Mm-hmm. Ich merk's. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Okay, ah, Adrias Maske ist die nächste, alles klar. Die Holzschmiedin, suche nach der Holzschmiedin aus den Feldern und im Lagerhaus. Ist vermutlich hier, genau, jetzt geht's hier in diese Richtung weiter. Alright, ich bin sehr gespannt und ich denke mal, das können wir auf jeden Fall auch heute noch machen. So, nun wissen wir auch, was sich damit auf sich hat. Ich glaube, beim letzten Mal wussten wir das auch schon, aber keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall nicht ganz verstanden. Und ich weiß auch schon, ach so, neben dem Feld, ah ne, hier ist schon alles gewachsen oder wie, oder hier wächst gar nichts, keine Ahnung. Gibt es hier eine kleine Tränke? Und die wollen wir natürlich auch lösen. So. Perfekt. Haben wir das auch gleich mal noch. Weiß nicht, ob ich das tun sollte, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich gehe hier runter ins Wasser. Ja, weil, da sehe ich gleich auch noch was anderes. Aber erstmal hier in der Truhe. Schaut mal, wie viel es hier auch allein gibt. Ne? 6 verfluchte Truhen. Ich habe noch nicht so viel. Nennen wir es mal so. So, hier gibt es einen weiteren Rod zu holen. Sehr gut. Achso, mit Dreieck, stimmt. Ich verwechsel das immer. Hallöchen, willkommen in der Crew. Oh, das ist ein etwas größerer. Ah, und das ist der, der uns zu Stufe 3 kann jetzt mehr Aktionen ausführen. Alles klar. Und irgendwas ging noch erst ab. Genau das hier. Habe ich schon genügend? Ja, tatsächlich. Okay, der kann 6 Pfeile abfeuern. Ich glaube, das war das, was ich jetzt als nächstes machen wollte, oder? Kann ich mittlerweile alles? Ja, krass. Vorige Fähigkeit, ja, ist schon logisch. was ist das überhaupt? Führe einen schweren Angriff mit präzisem Timing durch. Nee, ich würde jetzt, obwohl. Was ist das denn? Beim Abschießen eines gebundenen Feindes spaltet sich der Pfeil und schädigt Feinde in der Nähe. Ah, okay. Das ist praktisch. Ich habe zwar noch nicht mal das andere ausgerüstet, aber oder benutzt, aber hey. Gehen wir mal hier weiter. Okay, und hier geht es also weiter. Ich sehe gerade, dass das Dorf eigentlich noch viel größer ist, aber ja, wir einfach noch nichts davon gesehen haben. So, und dann wird der Zugang genehmigt. Ja, krass, um einiges größer sogar. Sieht mir fast aus wie so ein Wasserwerk oder so. Mal schauen, was wir hier so alles noch finden werden. Hat auf jeden Fall auch wieder unfassbar schön aus. So, ich gehe jetzt mal erstmal nicht den offiziellen Weg, weil wir wollen uns ja auch ein bisschen umschauen und deswegen habe ich mich jetzt hier, also es ist auch echt krass, wie die hier mit den Bäumen spielen. Hier keine Ahnung, was ich hier was gefunden habe, aber ja, hier gibt es auf jeden Fall viel zu sehen. Ah, den Rod bekomme ich aber tatsächlich so. Na, immerhin. Einen weiteren habe ich schon mal. Hier sind halt überall diese Barrieren, die einen so ein bisschen blockieren. Oh wow, okay, das nächste Level ist erst mit 65 vollendet, alles klar. Das wird nur eine ganze Weile dauern. Und aha, Schiffsfahrt oder wie jetzt? Oder was? Mal schauen. Und hier ist das Wasser auch noch ein bisschen versüfft. Ja. Ah ja, guck mal, hier wohnen sogar auch noch Leute, weil da ist so ein Ding. So, ja, hier kommen wir erstmal nicht weit, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ein bisschen battlen, ja, schadet ja nicht. Aha, schaut mal. Schaut mal, wer hier ist. Den muss ich jetzt ganz klar töten. So, 2 Feinde. Achso, und du noch, oder wie?
sind jetzt zwei sehr starke Feinde, muss man dazu sagen, ne? Oh, verdammt, ich wollte blocken. So, perfekt, hat geklappt diesmal. Man hat halt nur eine Minute, um die zu besiegen. Meine Güte. Was soll denn das? So, dann gehe ich jetzt erstmal da drauf und dann, wie gesagt, töten wir den jetzt erstmal so weit es geht. Nee, 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 heil dich nicht, heil dich nicht. Oh, ich bin tot. Okay. Das sollte man natürlich auch noch beachten, wenn man sowas macht. So, finally, alter Schwede. Gar nicht mehr so leicht, die Truhe. Ich bin gerade fünfmal auf dieselbe Art gestorben, so wie ihr es gesehen habt. Deswegen brauche ich euch das nicht unbedingt zeigen. So, und ja, die Belohnung ist wie immer nicht so toll. Gut, jetzt machen wir mal weiter da, wo wir weitermachen sollen. Und ich sehe schon, auf uns kommt gleich der nächste Kampf zu. Ich möchte aber erstmal hier vorbeigucken. Gut, hier gibt es leider nichts. Deswegen, ja, fighten wir jetzt endlich mal, würde ich sagen. Was kommt denn da? Oh Gott, vielleicht sowas. Und wieder so ein großer. Ich sollte erstmal auf die Kleinen gehen, das wäre vielleicht eine bessere Ding. Taktik. Ah. Jo, er ist ja direkt bei mir. Das wird nicht gut. Ach so, du bist es. Ach, ich kenne dich. Naja, dann. So. Warum kann er boxen, wenn er getroffen wird? Naja. Erstmal kurz auf die hier und auf dich hier. Nee, kann ich ja immer noch schießen, ne? Ja, sicher. Also manchmal wirklich. Mal ehrlich, was soll denn das? Man kann ihm halt auch nicht zu nahe kommen, ne? Aber ich hab doch sowas von dir getroffen. Und gleich mal weiter. Ist wirklich die beste Taktik. Also meiner Meinung nach war das schon jetzt, aber das mein Hit. Nee. Ohne Witz, beste Taktik. Gegen den hier. Mit einer Riesenaxt. Gott, der Arme. Also meine kleinen armen Rods. Oh, das war jetzt aber schon sehr, sehr knapp. Aber wir haben es. Sehr gut. So, dann schnappen wir uns das. Hm. Kriegen aber nichts dafür. Ja, nice. Ah, okay, da ist noch eine Eule. Die umgekippt ist. Okay, na dann. Schauen wir doch mal, dass hier alles super wächst. Ah, und in den Altar geht's trotzdem nicht. Sehr cool. Gut, und jetzt die Frage. Kann ich das damit? Nein? Nicht mal damit? Gut, dieser Stein ist wirklich sehr mysteriös. Keine Ahnung, wie ich den machen soll. Ah, aber hier gibt's drei Eulenstatuen und die erste haben wir schon gefunden. So. Da wurde sie auch schon platziert. Mal schauen, ob ich hier auch wieder alle drei finden kann. Ach, hier ist der Übergang. Guck mal, da. Ah, aber eine Eule übrigens. Und dann hier. Wow, sauberes Wasser. Jawohl, damit habe ich Nummer 2, die wir gerade gesehen haben, schon hingestellt. Und Nummer 3 habe ich auch gerade gefunden. Ja, ist sehr gut. Dann können wir das nämlich schon mal abschließen. So. Perfekt. Oh. Und dafür kriegen wir einen neuen Hut tatsächlich, den Dinosaurierhut. Ja, cool. So, wo kann ich dich denn finden? Die Klippen in der Nähe des Dorferzhöhlen sind von den Wellen eines was auch immer. Okay, ich bin gespannt, ob ich das finden werde. Dann gibt es hier noch so einen kleinen Secret Weg, der sehr gefährlich ist. Kena, jetzt bloß keinen Schmarrn machen, ne? Ja, schaut doch gut aus. Perfekt. Oh, ein Katzenhut. Dann haben wir einen Fuchs und ein Kätzchenhut. Cute. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das ausschauen wird. Ah, Mann. Ja. Bye, bye, Kena. Das könnten wir jetzt eigentlich beobachten. Wer hat einen Katzenhut? Ich sehe nur den Fuchshut. Ja, vielleicht müssen wir den noch extra ausrüsten, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt auf die Schnelle mal nicht gefunden. Aber was ich hier sehe, ist ein neuer Ort, oder? Eine neue Tür, die sich, ja, sogar mit Wurzelsystem und allem öffnen lässt. Ja, cool. Oh, da sieht es aber wieder sehr, sehr düster aus. Hier hat auch mal jemand gewohnt, glaube ich. Ja, aber leider können wir nicht mal anklopfen.